Wir wollen uns auch noch ein wenig mit Skiverbiegung beschäftigen. Die Aufgabe 81 behandelt dieses T-Profil, an dessen Schwerpunkt ein schräg ausgerichteter Momentenvektor M angreift. Es ist die Biegespannung an den Punkten A sowie B zu bestimmen. Die Lage des Schwerpunkts Y quer, an dem das Moment ja angreift, muss zuvor gesondert ermittelt werden. Indem man nämlich, ich versuche es gleich da in diese Skizze einzuzeichnen, das Biegemoment, das da so schräg auftritt, aufteilen in die beiden Achsrichtungen. Es ist eh schon angedeutet. Wir haben eine Komponente hier und wir haben eine Komponente hier und das ist unser MZ und das ist MY. Und den Winkel Theta kennt man zwischen dem, der horizontalen und dem angreifenden Moment und kann sie demzufolge die beiden Komponenten ausrechnen. Das ist nämlich MY, muss man nur aufs Vorzeichen achten, das haben beide, zeigen beide in die negative Richtung, ist minus M Sinus Theta und MZ ist minus M Cosinus Theta. Und die drücke ich gleich in Newton Millimeter aus, nämlich minus 7,5 mal 10 hoch 6 Newton Millimeter und minus 13 mal 10 hoch 6 Newton Millimeter. Das sind die zwei. Wobei positives Schnittufer wieder x aus der Blattebene heraus zeigt. Dann stimmt es mit dem rechtshändigen System auch. Und dann muss man sich Schwerpunkt- und Flächenträgheitsmomente noch ausrechnen. Das machen wir nur, indem ich Ihnen einfach herschreibe, was rauskommt. Das müssen Sie jetzt eh schon kennen. Schwerpunktsabstand y quer und die Flächenträgheitsmomente um z und y. Die braucht man natürlich. Den Schwerpunktsabstand braucht man für den Randfaserabstand und das Flächenträgheitsmoment fürs Widerstandsmoment. Sonst können wir keine Spannung ausrechnen. Also z quer ist 0, das liegt auf der Symmetrieachse, das ist klar. Und y quer ist, wenn Sie die Formel nehmen, Summe yi ai durch Summe ai und alle beide Teile einsetzen, 48,3 mm. Gleich richtig ausgedrückt. Ja. Und die Flächenträgheitsmomente genauso. Um beide Achsen brauchen wir die, weil es schiefe Biegung ist. IZ hat waagrechte und den Vertikalteil und den jeweiligen Steineranteil dazu. Beide haben natürlich irgendwie einen Steineranteil, weil der Gesamtschwerpunkt auch nicht im Schwerpunkt des Vertikalen liegen wird. Und im Endeffekt sollte Ihnen das 627 mal 10 hoch 4 mm der vierten rauskommen. Bitte im Zweifelsfall einfach nachrechnen. Und für y 152 mal 10 hoch 4 mm der vierten. Und dann gehen wir in die Biegeformel. Schiefe Biegung. Minus MZY durch IZ plus MY mal Z durch IY einsetzen. Jetzt ist nur mehr die Frage, und das ist vielleicht noch ein Punkt, wo liegen die Punkte, an denen man die Biegespannung wissen möchte? Na, das sind die gegebenen A und B. Und dorthin muss man halt die dementsprechenden Abstände sich herauslesen. Der Punkt A nämlich, was hat der für ein Y? Na, Y quer, Schwerpunktsabstand, haben wir gerade ausgerechnet. Von oben ist eh eingezeichnet. Der hier. Wir gehen ja von dieser Achse aus, also von dem Punkt da, in die Richtung von der Z-Achse. Und wenn der ganz oben liegt da, dann hat er Y quer natürlich. Und in die Z-Richtung haben wir einerseits den Abstand B da,
und zusätzlich da die halbe Stegbreite T, also B plus T. Und die beiden, und Vorzeichen richtig, das ist beides in positive Y und in positive Z Achsenrichtung. Und dann kriegen wir für die Biegespannung Sigma A an der Stelle A minus MZY quer durch IZ. Das ist jetzt wieder das Widerstandsmoment um Z für den Punkt A plus MYB plus T durch IY und dann haben Sie da das Widerstandsmoment um Y für den Punkt A. Und eingesetzt sollte da minus 196 Newton pro Quadratmillimeter oder Megapascal rauskommen. Und das gleiche für den Punkt B. Was hat der Punkt B für eine Y-Koordinate? Naja, die Höhe, die geht bis daher, die ganze Höhe, hat er, plus die Steghöhe von oben, ist das T. Dann sind wir von hier ausgehend und dann müssen wir noch den Schwerpunktsabstand abziehen, dann haben wir nur das Teilstück da unten. Anders kennt man es ja nicht. Also, und dann muss man noch ein bisschen aufpassen, weil wenn man H plus T hat, hat man die Gesamthöhe des Profils bis zur Deckfläche minus Schwerpunktsabstand, sind wir bei der neutralen Faser oder halt in der Achse Z drinnen und das zeigt aber vorzeichenmäßig in die negative Y-Richtung, also braucht das Ganze ein Minus. Und gleich für das Z von der Überlegung her, das zeigt in positive Z-Richtung, das B ist ja links und der Abstand ist nur die halbe Stegbreite T von dem mittleren, also T. Und dann wieder eingesetzt und Sigma B liefert minus MZ mal minus H minus T plus Y quer, machen wir das gleich rein da, das Minus, durch IZ plus MY mal T durch IY und dann setzen wir wieder die Zahlenwerte ein und kriegen hier minus 219 Megapascal raus.